sicher, was kann man eigentlich den ganzen Tag zu Hause machen, wenn man so in Kackranzzähne ist? Ganz einfach. Wie wäre es mit einem hübschen kleinen Spiel? Es heißt Corona-Saufen. Geht ganz einfach. Immer, wenn im Fernsehen jemand das Wort Corona sagt, dann darf man ein kleines Gläschen Alkohol trinken. Das hier waren zum Beispiel die Kurznachrichten um 17 Uhr. Ich freue mich heute Abend schon auf die Tagesthemen. Und die Ilna. Licht. Oh, habt ihr gesehen? Er ist eben schon mal so rumgegangen. Der Zottel hat noch mal ein bisschen umgebaut, ne? Also ganz einfach. Jetzt haben wir jede Menge Platz. Jeder kann sicher an seinen Platz gehen. Sonst hat man hier die Tische stehen. Gut, dass der Sicherheitsabstand hat gestimmt, aber die Zahlen werden ja immer höher. Und da habe ich mir noch mal was einfallen lassen. Da der Ligasport ja ausgesetzt ist im Moment, brauche ich auch nicht alle 6 Darts. Wir haben für die Darts noch 3 Darts zur Verfügung. 3 Darts sind jetzt mit den Tischen da. Ich schwenke nochmal rüber, Markus, dass man das nochmal sieht. Ne? Da kann man also, wenn jetzt jemand Darten will, kann er sich hier hinsetzen, hat den Blick auf die Darts und dann wird da gedartet. Und da habe ich gar nicht den Kontakt zu den Leuten, die sich an den 4 Tischen oder an der Theke aufhalten wollen. Da haben wir auf alle Fälle die Sicherheitsabstände noch ein bisschen größer jetzt. Hier der Servicebereich, das bleibt. Hier sitzt also auch keiner. Na, damit das hier frei ist, wenn man auf Toiletten geht. Also Leute, mehr kann ich nicht machen. Und ich würde sagen, wir machen erstmal, habt schon gesehen hier so ein bisschen, ne? Das Partylicht. Ne? Ja, der Zottel hat da was vor, wenn das Corona mal wieder ein bisschen nach unten geht, also im Frühjahr. Und da werden wir mal wieder ein bisschen an meinem Image arbeiten, dass ich eine Partykneipe bin. Da werden wir ein bisschen 90er-Jahre-Party oder Böse-Onkels-Party und all diese Sachen wieder veranstalten. Und gut, man kann immer hier noch ein paar runde Tische hinstellen und so weiter. Ansonsten haben wir hier eine ganz tolle Tanzfläche, wenn man mal sich ein bisschen bewegen will zu den Liedern. Aber momentan während Corona geht es leider nicht. Aber jetzt haben wir halt extrem gute Sicherheitsabstände. Ich hoffe, das ist in eurem Sinne. Aber da gehen wir jetzt gleich drauf ein. Ich mache jetzt erstmal das normale Licht an und dann setze ich mich mal. Ja Leute, erstmal herzlich willkommen. Mal wieder ein Montag. Ein Montag mit Corona-Zahlen von 8600 oder sowas. Sagt nicht viel aus, weil ja, wie gesagt, einige Gesundheitsämter nicht melden an das RKI. Und eins ist jedenfalls sicher, sie sind doppelt so viel wie letzten Montag. Also die Zahlen haben sich in einer Woche verdoppelt. Wo das hinführen wird, Mittwoch wird man sich wieder treffen. Also wenn das Video am Donnerstag erscheint, vielleicht setzen wir ein aktuelles Breaking News noch darunter, was für Entscheidungen getroffen worden sind. Und mal sehen, ob der Zottel dann noch auf hat, weil wir müssen uns sicher sein, dass was die Merkel einmal gesagt hat, zu Weihnachten bis zu 19.000 Infizierte. Ich gehe davon aus, dass wir das diese Woche erreichen. Bin ich mir eigentlich so gut wie sicher, weil wir hatten ja schon mal 14.000, 15.000. Wenn jetzt spätestens nächste Woche. Es muss was passieren und jedem müsste klar sein, wobei ich das eigentlich nicht so klar finde, dass wir die Gaststätten dran glauben werden, weil da geht es ja nun mal darum, gemütlich in Geselligkeit zusammenzusitzen und das will man ja auch verhindern. Gut, ob die Leute dann zu Hause Party machen, weiß man nicht. Im Endeffekt sind wir alle jetzt am Zuge, uns an die Regeln zu halten, daheim zu bleiben, soweit es geht, sich nicht privat zu treffen, zu Sauforgien oder sonst irgendwas. Und damit wir
noch, wie ich schon letztes Mal gesagt habe, vielleicht noch ein einigermaßen normales Weihnachtsfest führen können. Für die Leute, die da wirklich sehr, sehr viel Wert drauf legen, sich mit Familienangehörigen treffen wollen. Es liegt jetzt wirklich an uns, es liegt an jedem Einzelnen. Und ich hoffe, die Corona-Leugner werden Ruhe geben, werden sich auch an die Regeln halten, weil so Demos und so weiter oder Partys mit 600 Leuten in Berlin, so eine Swinger-Party, wäre ich auch gerne dabei gewesen. Ne? Swinger-Party hört sich gut an. Naja, nee, Scherz beiseite. Es liegt an uns allen, also es liegt wirklich an uns allen, das wieder in den Griff zu bekommen. Wir haben es schon mal geschafft, ohne einen großen Lockdown das mal auch hinzukriegen. Aber wir müssen uns an die Regeln halten. Ja, soweit mal kurz zu Corona, was uns immer wieder beschäftigt. Ne? Habt ihr das Video gesehen, diesen Netzhund? Ne? Aber auf alle Fälle ist das ein schönes Spiel. Also ich glaube, da wird jeder betrunken von. Fand ich sehr gut. Habe ich von Vereinsmitglied, der hat das bei uns in der Gruppe gepostet. Ich fand, das war es wert, es mal weiterzugeben, mal ein bisschen als Aufheiterung so am Anfang von meines Videos. Ne? So, ja, was gibt's Neues? Ja, mal gucken. Ne? Wie gesagt, die Räume habe ich euch vorgestellt. Das war schon mal für mich wichtig, dass die Gäste, die zu mir kommen, wissen, okay, da kann ich, ohne mich groß zu infizieren oder das Risiko, mit vielen Leuten eng zusammenzukommen, nicht mehr gegeben ist. Also, ich muss auch dazu sagen, am Wochenende, wir hatten Samstag eine tolle Stimmung hier, wir haben toll zusammengesessen mit Abständen oder an der Theke und es hat wirklich Spaß gemacht. Ich war erst um 5:30 oder sowas zu Hause, also es hat wirklich mal Spaß gemacht, aber wie gesagt, es waren wenig Gäste da und das wird jetzt auch in Zukunft so sein. Wie gesagt, 30 dürfen eh nur rein, aber wir waren, glaube ich, in der Kernzeit, glaube ich, nur 14 Personen gewesen. Aber man kannte sich und es hat Spaß gemacht. Und so soll es sein. Und damit wäre ich auch zufrieden. Ich will ja keine volle Bude haben. Die Leute sollen wirklich zu Hause bleiben. Aber irgendwann muss man auch mal raus. Und ehe wir wieder gleich komplett wieder ganz schließen müssen, nutzt es noch aus. Wenn ihr mit mehreren Leuten seid, ihr könnt noch mit 10 Personen an Tischen sitzen. Ich weiß nicht, vielleicht ändert sich das am Mittwoch schon wieder. Und dementsprechend bitte anmelden, damit ich sicherstellen kann, dass ihr reinkommt. Kommt nicht zu spät, nur bis 24 Uhr lasse ich rein. Wer dann da ist und es passt, dann machen wir auch länger. Das ist gar kein Thema. Noch haben wir keine Sperrzeit. Wobei ich immer gegen die Sperrzeit war. Ich habe immer gesagt, ich fände es schöner, eine Einlasssperre. Dann kommen die Leute nicht noch betrunken hier rein. Die Leute, die hier sind, können gerne hier bleiben. So hat der Wirt noch was von. Und er hat die dann auch besser unter Kontrolle, sage ich mal, als wenn im Privaten gefeiert wird. Eine Einlasssperre finde ich okay. Eine Sperrstunde betrifft mich besonders hart. Ist halt so, ne? Als Kneipe, Restaurants, habe ich auch schon erzählt, die haben dann ihr Essensgeschäft schon getätigt. Ja, was habe ich denn noch so kurz zu berichten? Ja, neue Öffnungszeiten durch Corona. Der Zottel hat jetzt nur noch auf Donnerstag, Freitag und Samstag jeweils ab 18 Uhr. Wie gesagt, die Kreisschuhmacher Dartliga hat den Ligabetrieb bis zum 15. November ausgesetzt. Die Gimbel wird wohl folgen, da wird ja nichts anderes übrig bleiben bei den hohen Zahlen. Ganz Hessen ist ja fast rot, bis auf den Werra Meisterkreis. Ne, der ist kurz davor. Da wird man nicht drum herum kommen, den Ligabetrieb einzustellen, sehe ich auch als richtig an, muss ich wirklich sagen. Hatte der Zottel alles vorausgesehen, so wie er ist, können sich manche Wörter Kollegen noch so aufregen über mich. Die Maßnahmen, die ich ergreife, ich wäre der Beste, ich wäre der Schönste und weiß der Kuckuck und alle anderen wären scheiße, habe ich nie gesagt. Ich mache das, was ich für richtig halte und ich werde das auch weiterhin posten, das, was ich mache, weil ich möchte meine Gäste auch darüber informieren, dass sie sich selber zu Hause den Gedanken machen können, kann ich ins Pub gehen oder kann ich nicht ins Pub gehen. Dann nochmal, ich war nicht an Corona infiziert und ich habe auch kein Corona und es hat auch sonst keiner hier im Pub sich irgendwo Corona geholt, weil solche Gerüchte gehen auch immer mal schnell um. Das hatte ich aber erklärt im letzten Video, wie das gewesen ist. Also wie gesagt, da wird immer was dazu gesponnen. Der Zottel ist kerngesund, ne? Außer, dass die Haare sich gefärbt haben durch das Corona, ne? So,
Ja. Bin ich eigentlich schon. Achso, Markus, blende mal das Bild ein. Hat da so eine tolle Aktion gestartet am Wochenende. Wer über 50 Euro auf dem Deckel hat, bekommt eine Rolle Klopapier geschenkt. Das sollte natürlich so ein bisschen als Joke sein. Aber ich hatte dann Freitag dann auch einen Gast, das seht ihr hier auf dem Foto, den habe ich dann die Rolle Klopapier überreicht. War wirklich ein tolles Gelächter. Dann hat man wieder die Nadel im Heuhaufen gesucht und meinte, sie hätte sie gefunden. Der Wirt steht hinter der Theke und hat keine Maske auf. Leute, ich war nicht mehr im Service. Wir haben das als Foto nur genommen, dass wir ein bisschen Sicherheitsabstand haben, trotz wir das gar nicht brauchen, weil 10 Leute können auch ohne Maske zusammensitzen. Das ist halt momentan noch so gesetzt nach den Hygieneschutzverordnung. Und außerdem war das Pub da schon zu. Ich hatte gar keine anderen Gäste mehr, außer seine Frau hat das Foto gemacht. Er hat sich zu breit erklärt, die Klopapierrolle zu übernehmen. Es war schon abgerechnet und alles. Leute, regt euch doch nicht so auf. Junge, kümmert euch um euer Geschäft, ich kümmere mich um mein Geschäft. Und wenn ich sage, die Regeln schicken nicht, die wir haben, und ich mache härtere, dann mache ich die halt. Das ist halt zum Wohl meiner Gäste und das ist zum Wohl von mir. Und ich möchte kein Hotspot werden. Was andere Gaststätten machen, das ist mir schnurzpiep egal. Ne? Versucht nicht immer, da irgendwas zu finden und euch mit mir anzulegen. Ihr kriegt eh keinen Stich gegen mich. Dafür gucke ich viel zu viel Fernsehen. So viel Lügenpresse. Ne? Also das wollte ich auch mal dazu sagen. Also wenn ich dann Zeit habe, reagiere ich auch gerne drauf, weil ich das lustig finde, dann Argumente zu bringen, wo dann keine Antwort mehr kommt. Naja, ist okay. Ne? So, das war dazu. Ja, was haben wir denn noch? Wir waren am Donnerstag auf dem ersten Altstadtmarkt in Wolfhagen. Ich muss sagen, war super toll. Wir haben super tolle Stimmung gehabt. Es waren auch sehr gut besucht. Es war sehr gut besucht. Ich habe schon gedacht, oh mein Gott, was da um 16 Uhr, wo der Markt aufmacht, schon an Menschenmassen da ist. Das wird ja nachher so um 18 Uhr, aber es ist dann nicht mehr voller geworden. Die Leute haben sich mal ein Bild gemacht. Wir hatten, glaube ich, 15 Verkaufsstände. Nächstes Mal im November sind wir, glaube ich, sogar 17 oder es werden 18. Ich habe mit dem Herrn Schmidt-Huber gesprochen. Alle Geschäfte, wir haben so ein kleines Video gedreht, das zeigen wir euch dann noch ganz zum Schluss von dem Video von mir. Und dann hatte ich so mit den manchen Ständen gesprochen. Die waren alle zufrieden von den Umsätzen her. So soll es sein, Leuten aus Wolfhagen, Bürgern aus Wolfhagen was zu bieten. Es war Maskenpflicht, ganz klar auf den Märkten. Aber ich glaube auch, die Märkte werden noch am längsten aufhaben, wenn ein Lockdown kommt. Ich glaube, man muss sowas, die Einkaufsmöglichkeit den Leuten doch lassen. Und deswegen freue ich mich schon auf den November. Vielleicht machen wir Lumumba, bisschen Kakao mit ein bisschen Schuss und ein bisschen Sahne und wir lassen uns was einfallen. Natürlich gibt es ja auch wieder Biere aus aller Welt, ganz klar, weil es soll zwar ein harter Winter werden, aber ob er wirklich so hart wird, man weiß es ja nicht. Ne? So, ach ja, an dem Tag habe ich gesündigt. Ich habe zwar keinen Alkohol getrunken, ich habe das erste Mal seit 8 Wochen was Süßes gegessen. Ich kam bei dem Popcornstand einfach nicht an den gebrannten Mandeln vorbei. Die musste ich einfach probieren. Ich habe mir dann so gedacht, dann machst du dir jeden Abend, isst du so vorm Schlafen gehen, so 2 Erdnüsse, gebrannte Mandeln. Und dann habe ich überlegt, dann kann ich ja nie ein Kreuz machen, wenn ich das jeden Tag mache. Na gut, dann habe ich es auf einmal weggegessen. Das war in 10 Minuten, war der Beutel leer. Und der Zottel war zufrieden und jetzt braucht er erstmal nichts Süßes mehr. Waren sehr lecker. Vom Popcornstand auf dem Altstadtmarkt. Also nächstes Mal dran denken, auch gebrannte Mandeln dort kaufen, nicht nur das lecker Popcorn. So, ja, dann würde ich sagen, ich gucke mal kurz auf meinen Zettel. Öffnungszeiten haben wir gemacht, Altstadtmarkt haben wir gesprochen. Corona, haben wir, Netzfund haben wir. Ja, dann würde ich sagen, dann geht der Zettel mal auf die Waage. Es ist wieder soweit, 2 Wochen haben wir nicht gewogen. Es ist jetzt der Abschluss für Oktober. Ich hatte ja gesagt, ich will 2 bis 3 Kilo abnehmen im Monat. Letztes Mal hatten wir schon fast 9 Kilo erreicht, also das Ziel schon überschattet. Mal sehen, es ist halt, ich habe sehr, sehr viel Joghurt gegessen, weil
Dein Kopf steht ja nicht still in dieser heutigen Zeit. Ihr glaubt gar nicht, wie das einen beschäftigt, wenn es um eine Existenz geht. Ne? Und man weiß, es gibt diesmal keine Soforthilfe, nicht mehr. Oder wird sehr, sehr schwierig sein, die zu bekommen. Und die Umsatzzahlen gehen natürlich bei Weitem zurück. Auch ich mache für mich auch nur 3 Tage auf, habe ich euch gesagt. Einmal, dass ich auch zu Hause bleiben kann und auch ein bisschen was dazu beitrage. Nur, ich kann nicht komplett zumachen, Leute. Ich lebe davon. Ein bisschen Einnahmen brauche ich schon. Ich werde mit meinem Vermieter sprechen, ob wir die Miete in der Zeit ein bisschen senken können und alles versuchen. Ansonsten spare ich Strom und Energie, tue ich was für die Umwelt und was für meinen Geldbeutel, wenn ich das nicht alle Tage aufhabe, wie ich es sonst immer gemacht habe. Ich hoffe, wir sehen uns dann trotzdem noch. Aber jetzt geht's auf die Waage erstmal. Ich bin mal gespannt. Schnell noch die letzten Funde loswerden. Erst jetzt. Aber merkt ihr, wie leichter das schon geht? Ich kriege das Bein schon wieder hoch. Und ich kann auf einem Bein stehen. Ja, erfasst, ne? Aber das wird schon. So, wollen wir mal. Wie gesagt, ich wiege mich nie vorher. Ich weiß es selber nicht. Habe aber bevor ich einfach mal die kurze Hose angezogen. Letztes Mal mit der langen Hose, das war ja total in die Hose gegangen. Wortwörtlich. Oh, bitte, bitte. Naja, 120,8, ich stelle mich aber nochmal drauf, manchmal immer zweimal. Ja, bleibt bei 120,8, heißt, ich habe nochmal 600 Gramm abgenommen in 2 Wochen. Naja gut, das waren ja fast 4 Kilo, ne? Aber ich habe das Gewicht gehalten, sogar noch ein bisschen reduziert. Haben wir also 9,7 Kilo jetzt in 2 Monaten abgenommen. Das ist okay, mehr will ich ja gar nicht. Und nächstes Mal knacken wir die 120er Marke. So, jetzt will ich es aber erstmal eintragen. 120,8, ne? Nee. Ja. 120,8. Naja, Zottel ist zufrieden. Lieber langsam abnehmen. Und Leute, ich koche ja auch immer sehr lecker und es schmeckt super gut. Und ich muss nicht auf Fleisch verzichten. Ich verzichte halt auf Süßigkeiten, auf Kuchen, auf Kohlenhydrate im größten Teil. Trinke sehr, sehr viel Wasser, ab und zu mal eine Müllermilch. Ja, und dann machen wir bald Dieter Hahn. Wenn ich 100 Kilo habe, komme ich zu dir. Dann melde ich mich wieder bei dir an. Und dann machen wir den Rest, ne? Muskelaufbau und so, ne? Damit ich dann, dass meine Titten weggehen, ne? So, ja, das war schon mein Video heute. Jetzt zum Schluss zeigen wir euch noch mal ein paar Bilder vom Altstadtmarkt. Und genauso auch das Video, was wir gedreht haben. Macht euch selber ein Bild. Seid in einem Monat dabei. Würden uns freuen, wenn er wieder erscheinen tut. Und ja, das war's für diese Woche. Kommt mich besuchen, ich würde mich freuen. Leute, ihr werdet nicht totgetrampelt. Es sind wenig, wenig Gäste, die momentan noch vor die Tür gehen. In einer Hinsicht ist es gut. Ist gut für die Regeln, bleibt zu Hause. Steckt euch nicht an und ihr steckt keinen an. Und alles gut, nur so können wir den Coronavirus ein bisschen in den Griff kriegen. Geht auf Weihnachten zu, wie das wird abgesagt werden. Es wird einen Lockdown geben, da bin ich mir sicher. Aber nicht mehr so, wie er mal war, sondern arbeiten gehen wird man dürfen. Ich glaube auch nicht, dass alle Geschäfte zugemacht werden. Aber die Gastronomie wird wieder drunter leiden. Das ist halt so. Da, wo alles notiert wird, aufgeschrieben wird, der Wirt auf alles achtet, da macht man dann wahrscheinlich wieder einen Hebel vor. Das ist halt in dieser Zeit so. Muss ich mit leben. Heißt also weiterkämpfen, um die Ziele, die ich mir für das Frühjahr gesteckt habe, was ich alles verändern will mit dem Biergarten, mit hier Party und so weiter und schöner, geiler Mucke.
Ich hoffe, dass ich das alles hinkriege. Aber geile Mucke spielen wir trotzdem, aber ihr dürft halt nicht tanzen. Und Abstände sind vorhanden, Daten könnt ihr auch, 3 Daten sind frei. Kann man sich auch zu Turnieren anmelden am Wochenende immer. Ist ja bisher jetzt auch 2-mal Freitag und Samstag geschehen. Finde ich toll. Okay, das war's. Wir hören uns nächste Woche wieder. Und euer Zottel bleibt gesund und haltet euch an die Regeln. Mehr kann ich nicht sagen. Ich danke euch fürs Zuhören. Ne? Ciao, ne? Hallo. Ich habe ja gesagt, wir drehen ein paar Bilder von den ersten Altstadtmarkt in Wolfhagen. Heute ist der 22.10. Wir haben es, glaube ich, kurz nach 17 Uhr. Also ist schon reichlich besucht. Ein paar Bilder schicken wir euch nachher noch hinterher. Aber wir gehen jetzt mal gemeinsam über den Markt. Aber ich werde nicht zu viel labern, weil sonst wollen alle Autogramme von mir haben. Und das geht ja nicht. Aber Maskenpflicht seht ihr, ne? Ich habe auch 2 auf. Weil Gerüchte behaupten, ich hätte Corona, geht mittlerweile hier in Wolfhagen rum. Ich habe kein Corona, Leute. Nur in der Truhe. Nur in der Truhe. Nur in der Truhe, ja, Corona. Ja, natürlich. Natürlich haben wir Corona. So, wir gehen mal rum. Folgt mir unauffällig. Ja, unser erster Vorsitzender auch hier wieder bei der Arbeit. Steht in der Ecke rum, ne, wo man ihn jetzt sieht. Ja, unser Datennachwuchs auch schon wieder da. Bin ich in Ordnung? So, ja. Da kommt dann der nächste. Ja. Ja, da kommt nächste. Markus, seine Frau. Nächste Nachwuchs. Läuft. Es geht immer weiter mit den Daten. Ne? So, hier haben wir Bioprodukte. Ulot Biobetrieb. Wir sind alles täuscht aus Bräuner, glaube ich. Wir haben nichts Falsches sagen. Also heute läuft es wirklich bei allen Märkten sehr, sehr gut. Hier haben wir wieder Honig, ne? Heute haben wir noch einen Platz. Und Geschäfte laufen? Ja. Gut, so soll es sein. Guten Tag, Herr Gerold. Holzwürmchen ganz neu, das war auf dem Markt. Holzprodukte, Pilze aus Holz, kann man wahrscheinlich nicht essen, aber sieht wirklich als Deko sehr, sehr schön aus. So Brettchen, so, wo man den Namen drauf machen kann, finde ich klasse. So, war mir klar, dass die Leute hier rumhängen. Dankeschön. Und wieder Wein trinken. Ja, wenn wir noch raus, kann ich super stecken. Neuer Stand, ein Weinstand. Aus erste Mal dabei. Achtung, Achtung. So, hier haben wir Spielzeug. Aber das war was Besonderes, glaube ich. Ne? Okay. Ihr kommt aus Westen oder ist das? Nein, wir sind aus Garten bis Dufen. Ach so, aus Jagd. Ja, Westen. Wir sind Nachbar. Hä? Nachbar. Okay. Schön. Das erste Mal hier dabei, ne? Das erste Mal. Aber fürs erste Mal schon ganz gut besucht, ne? Ist schon ein guter Besuch. Gut. Das gucken wir am Ende. Ja, beim ersten Mal niemals aufgeben. Ja. Nee, November nehmen wir noch mit und dann sehen wir weiter. Nichts auf November, das. Na, dritte, vierte Mal, dann weiß man. Dann weiß man es. So, genau so handhabe ich auch immer. Gute Geschäfte noch. Danke. Sie hat mir vorher mir das Tattoo hier gestochen. Also wirklich ganz klasse gemacht. Und kann ich davon auch noch irgendwas hier? Was passt denn hier bei mir drauf? Was passt denn noch dazu? Ja, sind Sie noch was aus? Ja, machen wir gerade mal. Jetzt kriege ich ein neues Tattoo, das geht hier ganz schnell. Ja. Was hast du denn Bock hier? Totenkopf? Nein. Skorpion, Schlange, was? Ja, mach mir so eine Schlange. Weil die passt ja zum Baum. Adam und Eva, Apfel, Schlange. Großer. Ja, kann man ja auch sehen, ne? Ja, bin halt ein großes Kind. Wie lange dauert das ungefähr? Sonst muss man die Kamera in der Zwischenzeit noch mal. Sonst wird mein Video schon so lang. 2 Minuten. 2 Minuten.
das, wie lange hält das? Kommt drauf an, auf jeden Fall schon ein paar Tage. Also man hat mir gesagt, das hält ein paar Tage, kommt drauf an, wie oft ich stüche. Aber naja, gut, dann müsste es eigentlich ewig halten. Es wird kalt, nee. Also vom Tätowieren kenne ich das mit den Kalten. Ach so, ja, weil ich keine Socken anhabe. Ne? Das geht ja schon rum wie Laufen. Ja. Wenn das Tattoo jetzt enthalten, halten sollte, dann habe ich Corona. Ne? Das liegt dann da dran. Ja. Oh, hinten. Ist doch wegen deinen Haaren. Ja, viele haben schon gesagt, ob ich meine Haare gefärbt hätte. Ich sage, nee, andere kriegen Kratzen im Hals und verlieren den Geschmackssinn. Bei mir haben sich die Haare gefärbt. Oh, was kriegst du dafür? Ein Euro. Na, ein Euro. Junge, dann mache ich mir das den ganzen Körper mit voll. Geht gleich weiter. Kannst ja dann auch schnell durchlaufen. Dein Sparschwein geplündert. Ich sammle immer das Kleingeld. Gut, danke dir. Für meine Sparbüchse. Ja, mach ich auch. Ja, für schwache Zeit. Ja, genau. Die Geschäfte noch. Danke dir auch. Hab ich schon gebraucht. So, der kann ich dann. Ja, übrigens der Chef hier von unserem Altstadtmarkt, der Schmidt-Huber. Hallo. Ne? Hallo. Ja, wir sind mal, hab ja gesagt, wir sehen ein paar Bilder vom Weihnachtsmarkt. Ja, Weihnachtsmarkt, vom Weihnachtsmarkt. Altstadtmarkt, wenn wir schon keinen Weihnachtsmarkt haben. Ne? Und zufrieden, ne? Ja, sehr. Also es war ein schöner Start. Hat uns sehr überrascht, ne? Wie viele Leute hier jetzt auf einmal schon um 4 Uhr hier waren. Ja. Ich muss ehrlich sagen, wir hatten heute Morgen echt ein bisschen flimmern in der Hose. Aber das Ordnungsamt war schon da, hat alles abgenommen. Was? Ordnungsamt war auch schon da? Ja. Ehrlich? Ja. Und wir hoffen, dass es jetzt so weitergeht. Mit Corona, mit dem Anstieg oder nein, mit dem Markt? Nein, mit dem Markt. Ach so, ja, okay. Na, das hoffen alle. Also bisher sind alle zufrieden? Ja, bisher schon. Ich gehe ja die ganze Zeit rum, frage mal so rum, was wir jetzt und wir haben schon alle gesagt, die kommen wieder. Nach einer Stunde schon. Und das finde ich toll. Nee, toll, ja. Zumal man darf ja nie vergessen, dass die Wochenmärkte ja die letzten Jahrzehnte immer gescheitert sind. Ja. Und gut, das war jetzt das erste Mal. Wir müssen uns etablieren und gucken, wie die anderen Märkte laufen, die jetzt noch so kommen. Aber ich denke mal. Das ist gut, es wird ja auch nicht mehr viel angeboten. Es ist ja nicht mehr viel übrig geblieben als diese Wochenmärkte. Ich habe beim nächsten Altstadtmarkt haben wir hier einen 7-Meter Stand mit Holzkrippen. Oh. Selbstgemachter Holzkrippen. Ist denn auf Weihnachten? Oh. Der war gerade bei mir, der Herr Brandt, der wird hier einen 7-Meter Stand Holzkrippen. Da bin ich mal. Aber das ist jetzt nicht eine Krippe ganz groß, 7 Meter, sondern mehrere kleine. Mehrere Holzkrippen, wenn man so kaufen kann. Komm, kurz vor Weihnachten, perfekt. Andere wollen auch zu Wort kommen. Ah, ja. Das ist Frau Schmidt aus Harbor. Also ganz leckere selbstgemachte Nudeln. Ich bin ja schon Stammkunde. Zum Glück ist sie nochmal heimgefahren, sie hat ihre Maultaschen vergessen. Und habe ich natürlich sofort zugeschlagen. Aber ich glaube, es sind schon fast wieder alle weg. Ja, es kommen wieder viele da. Das ist auch. Roy ist eigentlich von Anfang an hier mit dabei, ne, glaube ich. Ne? Oder? 3 Wochen später. Da war es noch einmal die Woche, jetzt machen wir es ja nur noch einmal im Monat. Aber kann ich nur empfehlen. November wieder vorbeikommen. Danke dir. Bitte. Noch frische Erbsen sogar am Moment. Genau. Ich lasse so viel gerne was essen. Ich glaube, da alles heimlich gekauft vorhin. Die Bäckerei Schäfer aus Zionberg ist auch mal was anderes, wenn man wieder eine Bäckerei hier im Ort hat. Von den anderen Bäckern kennt man ja alles. Kann man mal das Brot probieren. Also finde ich eine tolle Sache. Ne? Also auch das erste Mal dabei. Sind auch in, glaube ich, in Bräuner und in Zionberg auf dem Markt sind sie auch schon dabei. So, jetzt hat die Stadt Wolfhagen, hat ja auch einen Stand. Da gucken wir mal gerade. Gestern, also letzte Woche hat er noch Garagenverkauf gehabt. Und das ist jetzt alles übrig geblieben. Nein, war ein Scherz.
Das ist so, was die Stadt Wolfhagen noch loswerden will, oder was? Teilweise, ja. Teilweise. Oder macht ihr das von der SPD jetzt? Nein, oder ist das von der Stadt? Von der Stadt. Ich unterstütze die Stadt ein bisschen. Wir haben ja Buchtrüge und Handtücher und Basecaps und Taschen und auch ein bisschen Schnaps. Und das biete ich hier an. Ja. Und das Ganze zu unterstützen halt. Super, ja. 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 Ja, warst du sogar mal voller, ne? Also gleich am Anfang war es richtig voll, ne? War schon vor 16 Uhr was los. Aber ist wahrscheinlich zu, warm. Okay, weiter. Gute Geschäfte. So, ja. Das ist fotogeil. Der Herr Löwer mit seinem Stand, heute hat er sogar Erbsensuppe dabei. Der steht übrigens jeden Freitag hier. Mit seinen Eiern, mit seiner Bratwurst, ne? Da ist er, Herr Löwer. Und etabliert. Also Einzelkämpfer schon, wie lange steht der? Schon über ein Jahr, ne? Oder? Cheffe! Stimmt, ne? Ja. Ja. Nein, der steht schon seit 20 Jahren hier. Seit 20 Jahren steht der hier, okay. Da habe ich schon nicht über sowas nachgedacht. Aber hat sein Angebot erweitert, finde ich gut. Gibt sogar Glühwein, Erbsensuppe. Lecker. Ne? So, dann haben wir schon fast unseren Rundgang beendet. Ja gut, hier. Dartsportzirkel Fighters. Ich weiß nicht. Oh. Biere aller Welt oder so haben die da. Ja, dann würde ich sagen, beenden wir diesen kleinen Rundgang. Daher seht ihr noch ein paar Bilder. Und wie gesagt, schön, kommt im November nochmal vorbei. Das ist dann der letzte Markt im Jahr, weil normal fällt ja dann der Markt auf Heiligabend und da findet dann nichts statt. Okay, so, dann war es das erstmal hier vom Markt, ne?